Sprache ist die größte Hürde der Integration. Es sei denn, alle sprechen dieselbe. Und das funktioniert wohl nirgendwo so gut wie beim Sport. Von Kabul über Damaskus bis Parchim. Fußball versteht jeder. 10 Teams kickten am Sonnabend in Schwerin im grenzenlos Fairplay-Turnier des Turn- und Sportvereins Maccabi Schwerin. Dabei geholfen hatte der Landessportbund mit seinem Programm Integration durch Sport und die gemeinnützigen Grone Bildungszentren. Gern wären noch weit mehr Mannschaften erschienen. Leider konnten auch nicht alle Mannschaften heute teilnehmen, weil mit 10 Mannschaften war unser torischen Rahmen schon vollkommen ausgefüllt. Das finde ich ein bisschen schade. Deswegen werden wir zum Beispiel im Sommer vielleicht ein ähnliches Turnier austragen, dann machen wir das draußen, wo vielleicht auch mehr Teilnehmer da sozusagen beteiligt werden können. Der Integrationsbeauftragte der Landeshauptstadt ließ es sich nicht nehmen, selbst mitzukicken für das Team von TuS Maccabi. Auch der Sportverein Suco, das Stadthaus und der Landkreis Ludwigslust-Parchim hatten hier eine Mannschaft aufgestellt. Die übrigen Teams, Spieler aus Syrien, dem Iran, Eritrea und Afghanistan, als Fußball ohne Grenzen und vom Bildungszentrum Grone. Vera Mattes, Koordinatorin für Zuwanderer, freut sich, dass auch solche Veranstaltungen neben viel Bürokratie zum Ankommen gehören. Wir sind ja jetzt seit dem letzten Jahr dabei, dass die Gestattungen langsam in Titel übergehen, die Ausländerbehörde ihnen Verpflichtungen gibt, die Eingliederung über das Jobcenter passiert, sie ihre Wohnungen jetzt bekommen. Das ist noch sehr viel Stress für sie, ne? Wohnung suchen, Sparkasse, Krankenkasse, ja, Kinder in Schule und Kita unterbringen, das ist eine sehr große Herausforderung für sie. Vera Mattes weiß, die Flüchtlinge sind oft auch zum Warten verdammt. Sprachkurse gibt es nur mit Anerkennungstitel. Umso besser, wenn es Gelegenheiten gibt, herauszukommen und Menschen kennenzulernen. Wenn hier kein Spiel ist, sitzen wir zu Hause und gucken auf die Wand. Es gibt keinen Schulunterricht oder Sprachkurse, aber wo ich wohne, gibt es einen Fußballplatz. Da gehe ich immer hin und spiele. Die Heimmannschaft vom Stadthaus konnte das spannende Finale für sich entscheiden. Ihrem guten Ruf als leidenschaftliche Fußballer wurden die heimischen Mannschaften sehr gut gerecht. Aber wer weiß, wenn es weitere Turniere und ein regelmäßiges Trainingsangebot gibt, könnte die ein oder andere der internationalen Mannschaften durchaus gefährlich werden. Und dann klappt es mit der Sprache bestimmt auch schon besser.